Langsam verstehe ich, warum Skarni von hier weggegangen ist. Weil er dich umkreisen wollte. Wie einen Planeten. Ich fühle langsam das, was Oskar gefühlt hat. Es sind so viele Lügen. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Glaubst du, dass Oskar vielleicht noch eine Geliebte hatte? Er musste erst sein Leben verlieren, damit ich aufwache und merke, was für eine große Last ihm auf den Schultern lag. Seit verdammten 8 Jahren stürze ich mich ins Nichts. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht, wer ich bin und wo mein Zuhause ist. Oskars Tod war kein Suizid. Wer würde ihm sowas antun? Und wieso? 1.200.000 Euro. Ich glaube, dass Oskar für die Mafia Geld gewaschen hat. Ich habe diesen Schlüssel gefunden. Er lag zwischen seinen Sachen. Wir haben ein Haus gefunden, in dem sich Sachen von Oskar befanden. Du darfst nichts tun, ohne mich vorher zu fragen. Einverstanden? Bevor er verschwand, steckte er mein Notizbuch ein. Ein blaues Büchlein. Guck mal. Weißt du, wer dir das angetan hat? Ich vertraue darauf, dass du mir das Buch bringst, mein Freund. Hm? In Tarraqueos ist auch ein Mann aufgetaucht. Wer ist dieser Mann? Und was wollte er von Oskar? Ab in den Kofferraum, los, schnell! Ich belüge alle, sogar mich selbst. Du bist Gift für sie. Ihr Verderben. Ich habe nie von ihm verlangt, sich zu entscheiden.